Im letzten Wintersemester musste ich mit die schwierigsten Klausuren meines Studiums absolvieren. Und das besser als die letzten. Bedeutet, das war die letzte Chance, ein Einzelstudent zu werden, um meine Zukunft zu sichern. Nur bin ich faul und beschäftigt, dass ich nicht 8 Stunden die Woche zum Lernen nutzen will. Es braucht eine neue Lernmethode, die anders als alle anderen auf YouTube für mich funktionieren muss. Ja, Notion und Anki zum Auswendiglernen zu nutzen hat funktioniert, aber zum einen sammelten sich die Anki-Karten zu einer unüberwindbaren Menge an und zum anderen hatte ich meistens keinen blassen Schimmer, worum es ging. So scrollte ich mitten im Wintersemester durch YouTube und fand auf meiner Startseite diesen YouTuber. Darf ich vorstellen, Justin Sung. Ehemaliger Arzt, Entrepreneur mit mehreren Universitätsabschlüssen, aber vor allem Vollzeit-Lerncoach. Bereits über 10.000 Personen hat er dabei geholfen, richtig zu lernen. Und das mit Mindmaps. Genau, diese Blubberblasen aus der Schule, die verteilt auf einem Blatt gezeichnet werden, mit Begriffen, die man in 2 Wochen eh wieder vergessen hat. Naja, wenn es für andere funktioniert hat, muss es ja irgendwie klappen. Demzufolge habe ich alles getan, was in meiner Macht stand, um die Techniken und das Wissen in mich aufzusaugen. Okay, das war echt jetzt mega viel Input, den ich mir anschauen musste, aber ich glaube, ich kann es in 4 Schritte runterbrechen. Dafür sind aber 2 wichtige Hinweise zu berücksichtigen. Erstens ist es ein Prozess, Mindmaps richtig zu gestalten, und zweitens muss man sich wohl oder übel einem sehr unwohlen Gefühl entgegenstellen. Ein gewisser Druck oder Widerstand im Kopf, könnte man sagen, denn genau das ist das Zeichen, dass dein Gehirn richtig arbeitet. Es ist endlich was Neues und was Erfrischendes und ich bin echt gespannt, wie dieses Semester nun enden wird, weil ich glaube, es wird diesmal ein bisschen entspannter. Aber ich habe mal kurz auf Handy geguckt und es sind nur noch 4 Wochen, also wieso finde ich das eigentlich jetzt? Ich muss lernen. Tschüss! Möglicherweise habe ich den idealen Start verpasst, was mich aber mehr motivierte und ich gleich anfing, für jedes Fach mir die wichtigsten Überthemen auszusuchen und aufzuschreiben. Digital, um nicht mit Schriftgröße -2 unleserliche Hieroglyphen zu kreieren. Denn bevor ich anfange, das Material von oben nach unten durchzugehen, sollte man zunächst herausfinden, wie die einzelnen Themen miteinander in Verbindung stehen. Dadurch ist es möglich, grundlegende Zusammenhänge zwischen übermäßig vielen Details zu erkennen und sich das Merken zu vereinfachen. So, ich habe das mal gemacht hier für das erste Fach. In der Mitte die Definition und die einzelnen Begriffe und über das ganze Blatt verteilt Linien und Pfeile, die nicht wie üblich rundherum in einem Kreis zu sehen sind. Damit fällt es mir auf jeden Fall leichter, Zusammenhänge zu sehen, wie zum Beispiel, warum A von B abhängt und warum das zum Beispiel eine Auswirkung hat auf C. Diese ganzen Beziehungen auf einen Blick zu haben, geben mir wirklich so ein Grundverständnis, damit ich diese ganzen Themen richtig verstehe. Und ich denke, damit werden die Karteikarten auf jeden Fall nicht mehr so lange dauern. Let's go! Bevor ich aber die Karteikarten erstelle, fehlt da noch etwas. Natürlich ist die Übersichtlichkeit von Vorteil, jedoch brauche ich mehr. Etwas mehr Farbe, was mich mehr catcht und mich zum Lachen vielleicht bringt, wie eine Zeichnung von einem Super Saiyajin, weil der ist voll stark und hat gelbe Haare und strahlt Energie aus. Okay, ich mag zwar nicht der begnadete Künstler sein, aber komm, man kann es erkennen. Und es erfüllt seinen Zweck. Die trockene Theorie visualisieren und die Mindmap kompakter gestalten. Dachte ich mir zumindest, denn nach ein paar Wochen, nachdem ich diese Mindmap erstellt habe, konnte ich sie ohne Skript nicht wirklich entziffern. Glücklicherweise sammelte ich innerhalb dieser Wochen genug Erfahrung, um in einem zweiten Entwurf eine finale Version zu erstellen. Okay, ich habe jetzt ein bisschen länger gebraucht, um alle Mindmaps für das erste Fach zu erstellen, aber hier ist mal das Ergebnis der überarbeiteten Mindmap von vorhin. Klar, da sind jetzt ein paar weniger Zeichnungen drin, aber mit dem Text, den ich jetzt da dran stehen habe, fällt es mir wesentlich leichter, anhand der Mindmap zu verstehen, was überhaupt in dem Fach abgeht, dass ich dann nicht mehr in meinen Skripten nachschauen muss. Ich denke, was die Zeit angeht, habe ich da nicht wirklich viel gespart, aber ich muss sagen, ich bin schon etwas ruhiger in der Klausurphase und habe das Gefühl, dass ich die Klausur auch gut bestehen werde. Also, ihr werdet sehen, wie sich das entwickeln wird. Nun, nach einiger Vorbereitung war es soweit, die ersten 3 Klausuren zu bewältigen. Natürlich verbarg sich etwas Zweifel in mir, wobei es diesmal anders war, im positiven Sinn. Denn selbst eine mündliche Prüfung, die mich im ersten Mastersemester in Grund und Boden gestampft hat, war innerhalb weniger Minuten erledigt und gehörte mit zu einer meiner besten Noten. Oh, Hilfe, das ist wirklich besser verlaufen, als ich dachte. Ich hatte vorhin meine mündliche Prüfung und ihr wisst ja vielleicht vom ersten Semester, dass ich da jetzt nicht mit so guten Erfahrungen reingegangen bin. Aber ich hatte diese monströse
Weltkarte dabei. Ich glaube, man kann es nicht so gut sehen. Aber das war eine super fette Mindmap, die mir geholfen hat, diese ja schon ziemlich einfache Prüfung dann doch sehr gut zu bestehen. Und ich bin wirklich überrascht, wie diese Mindmaps wirklich mir ja, das Semester viel einfacher machen. Die nächsten Klausuren sind zwar etwas mathelastiger, man muss sich ein bisschen mehr anwenden können, aber nachdem ich schon so viele Mindmaps gemacht habe und ich wirklich sehr positiv davon überrascht bin, bin ich mir sicher, das wird schon irgendwie funktionieren. Wird schon schief gehen, also weiter lernen. Also fing ich an, die nächsten Mindmaps zu konstruieren und größer zu machen und weiter zu füllen und sie auszudrucken. Jedoch schlich sich bei diesen Exemplaren ein seltsamerweise bekanntes Gefühl hinein. Ein Gefühl des Stolzes, keine Frage. Innerhalb von 2 Wochen 2 Fächer komplett zusammenzufassen, ist eine Herausforderung. Nur war dieses Gefühl gekoppelt mit Zweifel und Angst. So, als hätte mein Gehirn so gearbeitet, wie es schon immer gelernt hatte. Mir sollte erst später auffallen, welchen Fehler ich begangen habe. So saß ich dann in der vorletzten Klausur mit unzähligen Zetteln, voller Notizen und nicht zu vergessen meiner Mindmap. Darum redete ich mir ein, dass mir eine gute Note nichts im Weg stehen sollte. Ich zückte meinen Stift und war wie versteinert. Die zweite Aufgabe schien eigentlich sich nur leicht von den Übungen zu unterscheiden, die ich rauf und runter gerechnet habe. Jedoch zeigte mir der Blick auf die Mindmap nichts, was mir helfen konnte. Stattdessen war ich überfordert, einen Sinn hinter den ganzen Formeln und Notizen zu finden, wodurch ich nicht nur diese Klausur unterdurchschnittlich abgeschlossen habe, sondern auch die darauffolgende. Wieder mal ist ein weiteres Semester vergangen, nachdem ich mich wieder auf dem harten, kalten Boden wiedergefunden hatte. Es ist nie leicht, nach einem herben Rückschlag vom Boden wieder aufzustehen. Dieses Mal konnte ich jedoch mit etwas Zeit und den Erfahrungen aus dem letzten Semester mich schneller erholen. Viel wichtiger ist hingegen die Unterstützung von Freunden und Familie, die mir bewusst gemacht hat, dass nichts verloren ist. Und das stimmt, das Studium ist ja noch nicht ganz zu Ende. Ich habe mich jetzt nun für diesen Weg entschieden. Und ich werde diesen Weg jetzt auch nun zu Ende gehen. Denn was jetzt noch kommt, ist die Masterarbeit. Und ich würde sagen, nach der ganzen Zeit bin ich ready, sie entgegenzugehen und diese Frust, die ich angesammelt habe, in neue Energie umzuwandeln. Das ist zumindest noch die letzte Chance, die ich habe, um einen Einserschnitt zu kriegen für den Master. Und ich werde alles versuchen, dass ich das hinkriegen werde. Bleibt gespannt. Nun habe ich verstanden, dass es nicht die Lerntechnik an sich gewesen ist, die zu dem Leid führte. Es war meine Angst, was Neues auszuprobieren und durchzufallen, weil ich in meinen Gedanken das Studium nicht unnötig verlängern wollte. Diese Erfahrung wird mich weiterhin begleiten und mich hoffentlich daran erinnern, dass es nie zu spät ist, was Neues auszuprobieren, was Neues zu wagen. Denn zum einen macht jede neue Erfahrung nur schlauer und weiser und zum anderen und wesentlich wichtigeren, ist es eine Chance, das Leben, wenn auch nur ein wenig, zu verbessern. Drückt mir die Daumen für meine Masterarbeit, dem Anfang des Endes meiner langen Studienreise und wagt Neues, bevor es zu spät ist. Bis dahin, stay significant. Oh, das war okay, ja. I hope I'm back und andere Location. Stay tuned.